Ja, willkommen zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und als erstes erfolgt die Spielauswahl für diese Folge. Und es ist Soulforge. Okay, auf Nachschauen. Ich will gleich wissen, was es für ein Spiel ist. Strategie RPG. Sieht wie ein Sammelkartenspiel aus. Na, dann mal installiert das Ganze und mal schauen, wie sich das Ganze tatsächlich spielt. Also 691 MB müssen installiert werden. Es gibt wieder eine gesonderte AGB dafür. Und heruntergeladen werden müssen 473. Okay. Und Soulforge hat keine Errungenschaften, zumindest keine, die auch in Steam übertragen werden. Also mal sehen, wie spannend und wie fordernd es ist und wie motivierend es in der einen ersten Stunde und letztlich, ob es auch darüber hinaus etwas gibt, was sich dann sinnvoll anstellen lässt. So, das Spiel ist installiert. Gerade mal nochmal die Konfiguration starten. Noch einen neuen Account anlegen. Auf jeden Fall erstmal Musik runter. So, der Account ist angelegt. Ich habe meine erste Startbox bekommen mit irgendeinem Silber. 10.000, genauer gesagt. Und dann, ja, auf in die weiteren Spiele oder was auch immer ich dort machen kann. Okay, also mein Silber für den Anfang. Currency earned from playing games, earning achievement and other activities. Und Start der Stunden-Countdowns. Oh, noch eine Kiste. Und next reward, win a game. 2400. Ich habe doch noch gar kein Spiel gewonnen. Bekommt ihr Soulforge to earn rewards und learn to play the game. Go start the campaign. Okay. Open is so. Select a mission. Tutorial 1. Na dann, auf geht's. Start game. Okay, willkommen zu Soulforge Tutorial. Your first step. Your first opponent will be me. Okay. So. Das ist deine erste Einheit. No, this is my turn to complete. It's your turn. Play any two cards from your hand by dying out in the field. Defend yourself with one creature and attack me with me in an open lane with another. Okay, so 6, 6, 7, 8, 8, 4. Ich nehme mal an, wieder rechts, links. Also links ist Angriff und rechts ist. So, wenn er 6 Angriff hat, dann müsste er ja in der Lage sein, den anderen platt zu machen. Was bedeutet das? Complete the tutorial by protecting your lanes and attacking your opponent's open lanes. Complete the tutorial by protecting your lanes and open lanes. Okay, und dann noch 7 Angriff. Heißt, die Lanes sind hier wahrscheinlich einfach gegenübergestellt. Wow. Stimmt. Wenn der mich angreift, dann hätte ich natürlich nochmal schauen sollen, dass der auf jeden Fall auch überleben kann. Kann ich hier
Deepwood 3, da. Okay, das sind die verschiedenen Auflevel-Varianten wahrscheinlich. Naja, dann einfach mal die nächsten reinstellen. Es gibt hier, glaube ich, keine besondere Begrenzung, außer nur, dass hier unten angezeigt wird, wie viele Karten ich spielen kann. Meine Gesundheit 5. Was ist das? Your Level Meter. Opponents Level Meter. Okay, das sind die letzten gespielten Karten. Metal Lock. Gut. Das war's schon. Ein Angriff und der war hinüber. Okay, was gibt's? Ich habe ein Pack bekommen. Soulforge Booster contains 6 Cards. Precious Gold, Precious Silver. Open. Ja, mach halt auf die Kiste, oder die Tüte. Gut. Back. Gut, und nun? Campaign. We have no mission in progress. Community Draft Pool Voting. Voting is open on the context of the next Draft Pool. Go to Zorfische, come to cast your vote. So, das sind die Daily Quests. 3 Online-Wins, 4 Games played. Campaign. So, Tutorial 1 ist complete. Nächstes kommt Tutorial. Okay, der hat jetzt schon 10 Gesundheit und ich habe hier andere. Now it's time for your next test. Here you will learn the power of spell cards. Okay, das ist Zauberei. Read each card in your hand closely by moving your cursor over a card in your hand for PC or tap and hold for mobile. Also, Necarium Spell, destroy a level 1 creature. Deal 4 damage to the enemy player, you gain 4 health. Give a creature 3 regeneration. Destroy a level 1 creature. Give a creature regeneration 2. You must win the game this turn. You only get to play 2 cards per turn and so forth. That shows your spells wisely. Na prima. Also deal 4 damage to the enemy player und ich bekomme 4 Gesundheit. Destroy a Level 1 Creature. Das heißt, wenn ich den da zerstöre, hat der freie Bahn und kann angreifen. Give a Creature 3 Regeneration. Destroy a Level 1 Creature. Give a Creature 2 Regeneration. Okay, dann machen wir erstmal das Deal 4 Damage to the Enemy Player und ich bekomme 4 Gesundheit. So. Okay, und dann jetzt Destroy Level 1 Creature. Und damit hat der freie Bahn. Okay, sozusagen so ein bisschen Strategie, wie ich am geschicktesten vorgehe, dass die Lanes frei sind. Das heißt, sobald die keine Deckung haben, geht der Schaden direkt auf den Gegner. Gut, nächste Karte, nächstes Starterpack oder was bekomme ich? Nein, ich bekomme. Was ist das? Used for entry into tournaments. Aha. Das heißt, dann kann ich 5-mal an Tournaments teilnehmen. Gut, Campaign. Proving Ground Tempus. Available. Left click to join mission. Right click to inspect mission. Kann ich nicht inspecten. Okay, also weiter geht's. Mal gucken, ob ich das direkt einfach starten kann oder ob es da irgendwelche Begrenzungen gibt.
120! Greetings, I, Gnorok, have called for the Uranti or to test your might as a Forgeborn. Was ist denn bitte ein Forgeborn? Use this Tempest Tag and prove to me your ability to harness the elements of your world. Okay. Tempest Creature, 3, 4. 3 Attack, 4 Verteidigung. You may deal 2 damage to an enemy creature. Lightning Assist, das hier, aggressive. So 2 Angriff, 6 Verteidigung. 2 Angriff, 6 Verteidigung. Mobility 1. Was heißt das denn? Kannst du gleich angreifen? Und Tempest Creature. Forge my deal 2 damage to an enemy creature. Okay, wenn ich dich starte, kannst du bereits 2 Schaden anrichten. Und dann kann ich dich da gegenüber setzen, damit du die dann vernichtest, aber eben überlebst. So. Okay, die sind noch gefesselt, was auch immer das heißt. Das sind die. Das heißt, sie können das in der nächsten Runde angreifen. 8 Leben! Boah. Okay, 6 Damage to a creature or player. Mobility 1. Wenn du deals Battle Damage to a player, it gets plus 1. Und plus 1 Gesundheit. Weil a friendly creature is unopposed, it gets plus 3 Attack. So. Dann müsste ich auf jeden Fall den mal mitnehmen. Achso, das ist ein Lightning. Deal 6 Damage to Creature or Player. Gut, dann mach du mal den. Und Mobility. So, mehr kann ich nicht machen. Oder kann ich noch eine Karte ziehen? Das heißt, ich kann. Achso, ich kann ihn bewegen. Was ich aber gar nicht machen möchte. So, das war's dann. Nee. Select a space to move. Nee, keine Seitwärtsbewegung. Nicht notwendig. Battle. Okay, damit sind die beiden zerstört. Und end turn. Sind die jetzt alle ausgelöscht worden? Das heißt, ich bekomme immer komplett neue. Okay, der hat jetzt mit Lightning Spark meine Karte zerstört. You hit strong for young glint. Well done. Reduce his health to 0 to defeat the horde. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also 2 Karten kann ich ziehen. Wind Elemental Mobility. At the start of a turn deals 1 to 4 damage to the enemy player. Earth Elemental. You may deal 2 damage to an enemy creature. Da ist er aber noch nicht weg. Und der überlebt aber auf jeden Fall. Wenn der den anderen angreift und dann ist der eh weg. Und hier at the start of a turn deals 1 to 4 gegenüber dem anderen Spieler. Lightning Spark. Oh Mann. Hat er schon wieder eine Karte zerstört. Aber die beiden sind jetzt am Leben geblieben. Tempest. Oh, deals damage to a player and gets 1 attack and 1 healed. Okay, 5. Hast du auf jeden Fall noch was dagegen zu setzen. Und
stehen auf jeden Fall auch wieder rein. Natürlich in der Hoffnung, dass es dann Level 2. Was hat das denn zu bedeuten? You cannot view your opponent's cards unless the cards affect all of it. Okay. My deck. So, das heißt, jetzt sind Level 2 Kreaturen im Spiel. Und er hat schon wieder eine weggezaubert. Okay, immerhin ist der andere jetzt verloren gegangen. Gut. My deal 4 damage to enemy creature. Okay, dann wäre der andere auf jeden Fall weg. Weil der friend creature is unopposed, it gets 3 attack. Kann ich den trotzdem? Ja. Sehr gut. So, Tempest creature. So, dann will ich das mal mit dazu nehmen. Die Creature ist unopposed. Okay, das heißt, genau, solange es eine Kreatur gibt, die keinen Gegner hat. Oh, 8 Verteidigung. Der wäre auf jeden Fall weg. You may deal 4 Damage to an enemy creature. Okay, das war ja schon. Das heißt einfach nur, dass die besondere Sachen haben. Choose a card to play or tap the Battle Button. Wind Elemental at the start of the turn deals 1-4 Damage. Give an ejected Level 1 Creature aggressive. Aber ich kann die jetzt nicht irgendwo reinspielen, oder? Are you sure you want to replace? Nee, bin ich nicht. Weil eine Runde hält er auf jeden Fall noch aus. Viel Leben hat er ja nicht. Aber nun gut. Lass sie einfach mal angreifen. Kann ich jetzt noch eine Karte ausspielen? Hey, cool. Das heißt, wenn ich dann angreife oder wenn der nächste Runde beim Angriff zerstört wird, dann kann ich immer noch eine Karte setzen. Frag mich ja, was die Beleuchtung unten noch zu bedeuten hat. So, you want to end your turn without playing a card? Ja, sicher. So, der wird mich dann jetzt angreifen, weil die jetzt verfügbar wird. Schon wieder Lightning Spark. You win. Boah. Das ging jetzt aber flott. Okay, was gibt's diesmal? Die anderen Dinger da? Nee. You earned Urantid Warlord. Stufe 1. Und ein weiteres Pack. Naja, dann mach mal auf. Müssen wir das alles selber machen? Nee, gehen alle auf einmal auf. Okay, das ist jetzt alles Mögliche. Aber steht trotzdem 1 drauf. Na, dann mal weiter. Campaign. Complete. Proving Grounds Alloyen. Also auf in die nächste. Bisher muss ich zumindest noch kein Deck zusammenstellen. Robot Army Level 1. The initiate of one Korok speaks so highly. I wish you challenge the mighty Iron Bird. You will need to harvest more mood than just the elements. Focus the minds on superior strategy and technology. Let us see how you command the armies of Unwieldy. Ja, schauen wir mal.
By free intake, note to the anvil and forge that has just entered the field. The icon on the card tells you how much armor the creature has. Okay, das sind die Dinger da oben. Armor will prevent an amount of damage to that creature each turn. Gut, das heißt, ich bräuchte hier mindestens 6 Angriffsstärke, um den platt zu machen. Habe ich aber nicht. Deals damage equal to the armor on a friendly creature to an enemy creature. Deal damage equal to the armor on a friendly creature to an enemy creature. Give a friendly creature plus 3 attack. Oh, cool. Gut, du hast 5 und 6. If there's another friendly creature in the center space, that creature gets 1 armor. Okay, das kann ich jetzt nicht bieten. Aber ich kann dir zumindest... ...8 Angriffsstärke geben. Womit, wenn der jetzt angreift, er auf jeden Fall drauf gehen sollte. Jawohl. The Nexus Core, your opponent played, has another keyword icon. That icon signals that the creature is a defender and will not attack you. Okay, Defender. Gut. Each friendly creature gets 2 armor. Ist auch ein Defender. Das heißt, der kann auch nicht angreifen. Der hat 10 Armor. Cool. Na dann. Mach du mal meinen Defender. Und each friendly creature gets 2 Armor. Set the target for Eigenpuls. Hier kommt doch eh jede. So. Gives the creature minus 5 Attack. Ja, am besten gleich dem da drüben. Oh no, der ist schon ausgelöscht. Schade. Gut. Armor 1. Give a friendly creature plus 3 Attack. Da bin ich gleich mal gespannt, wie das läuft, wenn ich dem da Attack-Werte gebe. Warte mal. Ne, give the creature, nicht hier friendly. Forge draw 1 card. Okay, also erstmal den... If there is another friendly creature in the center space, this creature gets 1 armor. Choose a card to play or tap the battle button. So, hier minus 5. So. Angriff haben sie jetzt automatisch gemacht. So, der hat 10 Armor gehabt, das heißt, da kann er eigentlich 12 Armor inzwischen sogar. Kann er nicht durchkommen. Initiate Rang 2 Protokoll, preparing to deploy Level 2 Robots. God for one, your opponent has increased its in rank. This means his card pile has been shuffled together to reform his deck. Now the robots will be able to play Level 2 cards. Das war doch vorhin eigentlich auch schon, oder nicht? Okay, das Move kann ich nur, wenn sie auch das haben. So, der ist jetzt auch ein Defender. Ich bin noch Level 1. Wie lange brauche ich denn, bis ich dann selber Game Timer? Okay, hoffentlich springt der jetzt nicht an, sondern nur, wenn man gegen andere, gegen echte Spieler spielt. Level Meter. Ah, wahrscheinlich dann steige ich auch auf. Okay, jetzt muss ich mir noch überlegen. Also der hat 4 Angriff. Da brauche ich auf jeden Fall, was dem standhält. Ach so, dann kann ich natürlich den hier hinsetzen. Und der kann zwar nur Defender machen, aber wenn er angegriffen wird, gewinnt er trotzdem und der andere erhält entsprechend viel Schaden. So, jetzt bin ich auch Level 2. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht für die zwei, weil die dürften ja jetzt dann drauf gehen. Sehr schön. Oh,
9 Angriff. You have drawn level 2 card after increasing in rank last turn. Each new level of a card is stronger than the last. Gut. Then high level cards and ever you have the chance. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt ist nur die Frage, ist das ein NASA friendly creature in the center? That creature gets 2 armor. Gives a creature minus 10 attack. Ja, das ist doch optimal für den da oben. Das heißt hier, runter mit der Angriffsstärke. Damit wird das, wird die eine ziemlich sinnlos. Injected creature gets plus 2 attack. Ist für die jetzt gar nicht mal so sehr notwendig. Diese Friendly Creature 5 Attack, das werde ich doch dann gleich mal nutzen. So, are you sure you want to replace? Ja, bitte. Und jetzt ist die Frage, wer von euch bekommt jetzt 5 Angriffsstärke? Wenn ich dich... Achso, das ist ja wieder nur Angriff. Wenn, dann würde ich hier ganz lieber einen aktiven haben. Damit er mal ein bisschen mehr Schaden nimmt. Each friendly creature gets 3 Armor. Sehr schön. Oh nein, jetzt ist der schon zerstört worden. Verdammt! So war das nicht geplant. Also 6-3. You may discard. And level up a card. So. Okay, den kann er nicht zerstören, da kommt er nicht durch. Der ist nächste Runde weg. So, das sind wieder alles keine Angriffskarten. Immer discard and level up a card. Ne, ich nehme lieber erstmal die mit rein. Und each friendly Kreatur bekommt mal 3 Armor. Dann überleben die auf jeden Fall noch länger. Hat er jetzt doch angegriffen? Neun. Okay, 86 hat er jetzt noch. Ne, also die haben nicht angegriffen. Choose a card to play or tap to Battle Button. So, was haben wir denn jetzt hier? Gives a creature plus 3 Attack and 1 Mobility. So. Dann wird der zwar zerstört, aber immerhin bekommt er den da weg. Battle. Oh, jetzt hat er doch nicht weg. Ach, wegen dem Armor. Verdammt, jetzt habe ich den Armor vergessen. So, der würde auf jeden Fall überleben. Und könnte auch in der nächsten Runde nochmal angreifen. Dass immer die ganzen Karten dann ausgelöscht werden. Okay, was machst du? Ja, an das Armor muss ich mich erst gewöhnen, dass der dann natürlich nicht weg ist, sondern dass der dort überlebt. Weil nächste Techniker ist in the center space, each other friendly creature gets 2 Armor. So, die kann ich jetzt nicht verschieben. Gives a friendly creature plus 3 Attack. Okay, dann würde der zumindest beim nächsten Angriff das überstehen, aber ich mache mal lieber den hier. Damit der dort endlich mal den da besiegen kann beim nächsten Angriff. So, der hat jetzt nur eine Angriffsstärke. Seine Zelle Spitz, each other friendly creature gets a armor 2. Nützt mir das was? Jedenfalls nicht allzu viel. You may discard and level up a card. Fünf und vier.
Ja, bitte. Und jetzt kann ich eine Karte aufheben und dafür eine andere Karte aufleveln. Ne, irgendwie hat er jetzt nichts machen lassen. Jetzt bin ich schon Level 3. Okay. Gut. So, der kann den nicht überwinden, aber dafür ist er weg. Da hat er jetzt einen neuen Defender hingesetzt. Diese Creature minus 5 Attack, das werde ich auf jeden Fall gleich schon mal nutzen, damit der mich nicht angreifen kann. So. Forge my discard a lab. Discard and level up a card. So, dann werde ich das jetzt nochmal probieren. So, wenn ich jetzt eine davon auslösche. Okay, das heißt, die Karte ist zwar rausgegangen, aber sie ist aufgelevelt worden. Achso, der hat jetzt schon Level 3 oder was? Okay, das sind zwei Blocker, die nützen ihm zumindest insoweit nichts, dass sie mir keinen Schaden machen. Ich habe überhaupt noch keinen Schaden eingesteckt. Aber der hat jetzt schon 7 Angriffsstärke wieder. Okay, was habe ich denn jetzt hier? Armor plus Armor 1, sonst habe ich hier keinen. Forge Draw One Card. Ja, das auf jeden Fall. Mal gucken, was ich da bekomme. Each friendly creature gets 4 Armor. Das ist doch schon mal hilfreich. Damit hat der andere noch eine Runde überlebt. Wird aber nicht lange an sich anhalten. So. Wieso hat er eigentlich nur noch ein Leben? Wenn der 19 Defense hat, da kommt er doch nie und immer durch normalerweise. So, wieder eine Karte ziehen. Forge is another friendly creature in the center space, that creature gets 2 Armor. 15. Deals damage equal to the armor on a friendly creature to an enemy creature. Equal to the armor on a friendly creature to an enemy creature. Okay, das heißt, ich kann das Armor auswählen und kann ihm den Schaden zufügen. Cool. So, okay, jetzt brauche ich noch einen Angriff mit 8 Angriffspunkten. Der Synase von Dicker Channel sendet das. Ach so, wenn die ausgespielt wird, bekommt die hier in der Mitte den Armor. Ja. Alles erstmal. Gibt's der Robot plus 4 Attack und 2 Armor. Gibt's der Friendly Creature plus 5 Attack. Okay, Defender. When you play a level 1 Alloying card, you may give another friendly creature 2 Armor. Okay, Tech Upgrade, plus 4 Attack und 2 Armor. Das heißt, du bekommst dann 12 Angriff und 2 Armor. Bei 15. Boah. Hammervieh. Da wird er eh nicht lange überleben. So, der wäre jetzt gut auf der Stelle. Da könnte überhaupt nichts ausrichten. Aber vor allen Dingen, dass der mal mehr Angriff bekommt, damit er dann den anderen da auch besiegen kann. Soweit. Gibt es eine Friendly Creature plus 5 Attack. So, jetzt ist die Frage, wo ich den natürlich austausche. Beziehungsweise mache ich erstmal die Battle und setze den dann rein. Weil dann kann ich zumindest hier dem die Angriffsstärke geben.
Oh, aber der ist jetzt auch weg. Sehe ich auch blöd. Ach nee, 9. Ha, der hat genau 9 Armor, sodass er keinen Schaden nehmen würde. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, hat gerade so gepasst. Und der hat gleich eine neue Karte hingesetzt. Oh Mann! Also, when you play a level 1 Alluin card, you may give another friendly creature 2 Armor. While Nexus Technicon is in the center space, each of other creatures gets 2 Armor. If there's another friendly creature in the center, it gets 3 Armor. Forge 2 cards. Okay, machen wir erstmal das Battle. Um dann die eine Karte noch zu setzen. 12 zu 12. So, wenn der jetzt 22 Angriff bekommt, dann kriegt er den anderen auf jeden Fall weg. Auch wenn dann meine Dreierkarte leider auch schon wieder verloren geht. Dann... Okay, seine Dreier, also meine Dreierkarte ist wieder weg. So, Gis Creature minus 15 Attack. So, lohnt sich das jetzt irgendwo im Moment nicht. Aber minus 10 Attack kann ich schon ausspielen. Metamind. So, dann einmal du. Und ansonsten... So, die wird sowieso zerstört. Weil der hat dann 6 Angriff, verliert er genau das eine Leben. Der kann keinen Schaden anrichten und verliert mit 10 auf jeden Fall auch. Und hier sind 7 Schaden, das heißt, die Karte wird auch zerstört und kann keinen Schaden nehmen. So, das heißt, die Frage ist, wem ich hier... Naja, kann ich zumindest das runternehmen, weil es würde sich auf jeden Fall noch lohnen, dass die andere Karte keinen Schaden erleidet. So, viel machen kann er da jetzt nicht. Oh, eine 15 Angriff. Verdammt. Meine schöne Karte in der Mitte ist kaputt. Ich Friendly Creature jetzt 4 Armor. Na dann, lass doch gleich mal hier in die Mitte die Dreierkarte reinlegen und der Karte selber den Schutz geben. So, wenn er jetzt noch 4 Armor bekommt, dann wird er zumindest nicht in der ersten Runde zerstört. So, weil er kann jetzt nur 11 Schaden machen und bleibt genau 1 am Leben. Genau. So, was habe ich jetzt hier Neues? Deal Damage equal to 2x Armor on a friendly creature to an enemy creature. So. Ja, da hat er jetzt überall nur Defender drin. Das heißt, ich kann damit... My discard and level up a card. This is another friendly creature in the center space. That creature gets 4 armor. Okay, das heißt, der hat 25. Naja, das ist doch. Deal damage equal 2x to the armor of friendly. So, 50 Schaden. Du bist hinüber. 4. Ja genau, 50, aber die Armor ist trotzdem noch als Protect dabei. Ist jetzt also Friendly Creature in der Mitte. So, du hast 11 Angriff. Mit Discard and Level Up a Card. Ja, wäre mal die Frage, dass ich hier in der Mitte den Defender austausche. Ja, bitte. Und jetzt kann ich noch eine Karte spielen. Achso, ich kann jetzt noch entscheiden, wer aufgelevelt wird. Oder wie? Nee, Quatsch, die Dismiss-Card fehlt ja noch.
So, die Karte weg. Aber ich weiß jetzt wieder nicht, was aufgelevelt wurde. Deswegen habe ich jetzt hier an der Seite nicht geschaut. Was dort, wobei die Frage ist, ob die Level hier jetzt noch eine Relevanz haben, weil nach Level 3 kommt jetzt eigentlich nichts mehr. Hui. Okay, jetzt hat er hier überall Defender aufgefahren, nur hier ist Angriff drauf. Each friendly creature gets 4 Armor. So, die haben alle nix. 3 Karten ziehen. Dann machen wir doch erstmal 4 Armor für jeden. Und dann tausche ich die da in der Mitte aus. Nee. Okay, hätte ich vielleicht doch den Armor später spielen sollen. Metamind Operator. Okay. Ja, tausche den aus. Karte, wieder ein Defender gespielt. Hier ist noch ein neuer Defender für mich. Weil nächstes Text in der Center, also Friendly Creature get 2 Armor. Angriff hatte jetzt eigentlich nur hier und hier kommt aktuell nur einer durch. Ja, wenn da jetzt ein Defender ist, komme ich ja auch nicht wirklich weiter. If there's another friendly creature in the center, it gets 2 Armor. Das nützt mir nix. Give a robot plus Dex Attack und Armor 3. Ah, okay, da kann ich noch irgendeine upgraden. Wenn ich den in der Mitte. Okay, das ist Human, das ist ein Robot. Metamind, Robot, okay. Das heißt, ich kann das eh nur dann dem da geben. Und ansonsten brauche ich da drüben mal noch ein Angriffselement. Gut, dann gibt ihm mal noch 2 Armor dazu. Ja, und der muss jetzt leider weichen. Okay. Noch 5 Punkte, also nächste Runde bist du dran. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn er jetzt seinen Endturn macht, habe ich gewonnen. Ui, war auf jeden Fall schon deutlich länger, der Kampf. So, ein Operian Battle. Das heißt aber, dass ich auch während des Spiels letztlich diese Aufrüstung bekomme. Na komm, mach auf, lass mich gucken, was drin ist. Auf jeden Fall ziemlich unterschiedliche Karten. Cranium Spell, Utter Creatures, Terra Spell, Tempest Creatures. Auf jeden Fall sehr verschiedene Klassen. Mal sehen, was jetzt noch an Kampagnen dabei ist. Okay, Utera ist dann die nächste Rasse oder Gruppe. Guaranteed Legendary Kraft, not currently enrolled, head-ups constructed, draft, not currently enrolled, collection. Are you new to Soulforge? Deck building tutorials are available to the Soulforge web page. Confirming below will open your default web browser. Nee, danke. My collection, all cards. Okay, das ist da, wofür ich da noch keine habe. Jetzt wäre Alloy Initiate 30 Karten, Necranium Initiate, Tempus und Terra sind sozusagen die Standard-Decks dann für die jeweiligen. Forging. Select a card to start forging your silver to create cards or scrap your extra cards for silver. Thank you.
sharing at your server side filters to your available cards and you have no packs to open. Gut, dann das normale Kaufen gegen die Premium-Währung und ja, das Kaufen der Premium-Währung. Start a new game of your existing games. Unranked, ranked, challenge front. Machen wir erstmal ein Unranked Game und mit dem Standard Pack einfach mal um zu sehen. We have no missions in progress, tournament. Searching random online constructed. So, kann ich in der Zeit die nächste Mission spielen. So, Praise from Kodok, Iron Based has traveled far, even the depths of Deep Moss, capital of the Terra. And prove yourself worthy of your mysteries. Okay, was ist jetzt das? Some creatures have abilities that don't have icons. They don't have icons. Right the god uphold to see where the mermaid have. Okay, Forge Hunters gets plus one attack for each other friendly creature. Hat nix. Gives a friendly creature plus 1 attack and plus 1 health. Breakthrough. Das heißt, kann entweder sofort angreifen oder. Oder es kann Armor überwinden. Heals 10 damage from a friendly creature and heals 2 from each other friendly creature. Naja, dann schauen wir doch mal, ob der. Auf jeden Fall kann er nicht gleich angreifen. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher, dass er durchschlagen kann. Gets plus one attack for each other friendly creature. Gets a friendly creature plus ein Attack und plus ein Gesundheit. Okay. Plus eine Attacke und plus eine Gesundheit für jede freundliche Kreatur, also für jede befreundete Kreatur, freundliche Kreatur. So. Die wird auf jeden Fall zerstört und da brauche ich noch was dagegen. Diese friendly creature one attack and one health. Then again, put a 1-1 Seedling into space. Gut, der würde dann zumindest die andere aufhalten. Die würde beim Angriff auf jeden Fall zerstört werden. Put a copy of this into an available space. Cool. So, damit hätte ich schon mal 2. Diese Creature plus 1 Attack and plus 1 Health for each friendly Creature. So, das heißt 1, 3 mehr Angriffspunkte und 3 mehr Gesundheit, dann hättest du 6. Das wäre natürlich immer noch 1 zu wenig. Diese friendly Creature plus 1 Attack and 1 Health. So, dann könnte ich auf jeden Fall mit dem. Ach ne, jetzt ist natürlich doch 5 Angriff, wird auf jeden Fall reichen, die zu zerstören. Gives the enemy creature poison 2, das heißt, die verliert dann 2 Gesundheit pro Runde. Put a copy of this into available space. Regenerate 1. If there's a friendly creature in each space, each other friendly creature gets 2. If there's a friendly creature in jedem Feld, jede andere friendliche Kreatur bekommt plus 2 und plus Attack. So, das heißt, wenn ich dich ausspiele. Dann bekomme ich dort Poison. Das heißt, du wirst dann um 2 vergiftet.
75, also von dir gibt es 2 plus Dings. So. Sehr schön. Das ist doch optimal gelaufen. Okay, das Poison hätte ich mir dann auch sparen können, weil es dann natürlich gar keinen Effekt mehr hatte. Aber da hat sie auf jeden Fall ihre Sachen ausspielen können. Gut, die beiden werden auf jeden Fall zerstört, sobald ich angreife. Das ist noch die Frage, gives a creature plus 1 attack and plus 1 health. When another friendly creature enters play, this gets 1 attack and 1 health. Okay, das heißt, ich könnte die dafür sorgen, dass sie überleben kann. Und da könnte ich es gleich noch ein bisschen hochschrauben. Also erstmal dich. Choose a card to play. Achso. So, und sie bekommt jedes Mal, wenn jetzt eine weitere Karte auftaucht, auch nochmal die Gesundheit. 5, 5. 6, 6. Okay, dann werde ich dich später ausspielen. Jetzt hat die nochmal Gesundheit bekommen. Okay. Ha, schon nur noch 58. Heute, diesmal geht es wieder schneller, weil die nicht so viele Defender haben. Der One-One Sealing into the Space. 47. Diese Friendly Creature plus 3 Attack und plus 3 Gesundheit. So, dann würdest du mit 8 das trotzdem noch nicht überstehen. Aber auf jeden Fall hättest du die Möglichkeit, der zu begegnen. Friendly 3-3, aber ich könnte beide ausspielen. Jeden Fall gewonnen und dich spiele ich noch aus und damit du überleben kannst. So, dann hat die noch eine Chance, eine Runde weiterzukommen. Okay, da ist jetzt wieder so ein Break zu aufgetaucht. 17 Angriff. Da würde er jetzt ziemlichen Schaden nehmen. In each space, each other friendly gets. Okay, dann muss ich jetzt schauen, dass ich wieder alles voll bekomme. This creature plus 2 attack, sei, wenn another friendly enters play. This gets plus 2 attack und so weiter. Okay, 6 Angriff. Den Siedling daneben. Und if there is a friendly creature in its space, each other creature gets plus 3. Zack. Nur noch 8 Lebenspunkte. Das sieht aus, als ob die Runde wieder etwas schneller vorbeigeht. Bui. Aber das war's. Geschafft. So, jetzt habe ich zumindest 4 Spiele gespielt. Während der Revard. Next Revard win 3 Games versus Online Opponents. Ja, okay. Content 6 Card vom N. Ja, ja. Mach auf. Okay. So. Und die Kiste. Okay. Ja. Jetzt ist es gleich weg. Naja, also bei Collection war Open Packs, Soulforge Booster, Open, yes. Was auch immer es bedeutet, dass die dann blühen. Okay, ich nehme mal an, dass es hat einfach mit der Rarity Heroic zu tun. Dann müsste das hier, okay, genau, das ist Rare und das ist dann Common. Also das ist dann nochmal der Rahmen, auch wenn diese 3 Levelstufen sozusagen dann gar nichts damit zu tun haben. Okay, soweit. Campaign war das jetzt die letzte.
Nee, es gibt noch ein Nikrerium. Na dann, auf in das nächste Campaign. It must hand it to you, initiate, and never thought you would make this far. You have learned the lesser skills of this other Forgeborn and their interior factions. I'm Cersei, Hand of Varna. Prove yourself against my undead legends. Okay, nach den Robotern und den Viechern kommt jetzt noch die Untoten. Regenerate 2, Zombie. Okay, das heißt jede Runde wieder 2 Leben zurück. Gives an opposing creature minus 3 Attack und minus 3 Health. Na, super. Würde aber trotzdem zerstört werden, wenn ich die da drüber setze. Put a 5-5 Spirit into the space. Venegans. Das heißt, wenn der stirbt... Gives an opposing creature 3-3 Attack. Okay, schaue ich mir als erstes mal das an. Wenn dann dort ein Geist dahin kommt. Und das andere probiere ich später aus. Dann mache ich jetzt hier erstmal ein Skeleton. Was immerhin dann an 8 Angriffsstärke hat. Vorausgesetzt, es wird jetzt nicht gleich platt gemacht. Each enemy creature gets minus 2 Attacke, minus 2 raus. Oh Mann, was für ein... Jawohl, da kommt der Geist. Uhu. So, hat auch Regeneration. Putze 3-3 Zombie into the space. Okay, wenn der angegriffen wird, kommt der Zombie. Gut, dann mache ich erstmal dich jetzt dahin. Achso, dann habe ich ja gar nicht genug. Das ist ja blöd. Okay, den kriegst du auf jeden Fall weg, wenn der angreift. Könntest du sogar bei dem überleben. Das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich Schaden nehme. Wenn ich da jetzt nicht zwei Sachen gegenüberstelle. So, der wird auf jeden Fall auch überleben. Dafür wäre der auch schon weg. Also gut, auf jeden Fall setze ich den Zombie mal hier hin, damit der auf jeden Fall und das Skeleton sorgt dann dafür, dass der gleich weg ist, anstatt dass der noch eine Runde überlebt. Gut. So. So, dann ist der jetzt schon frei. Oh, das erste Mal, dass ich Schaden nehme. Sauerei. Destroy a creature with 4 or less attack. Ah, sehr schön. Dann kann ich den da wegnehmen. So, destroy. Und keine freundliche Kreatur zerstören. Gives another creature 2 Regeneration. Und hat nur 5. Und dann dir gegenüber. 4. Okay, aber 2 Regeneration bekommst du dann wieder. Damit hat er wieder 4. Ist auf jeden Fall um einiges. Ceres calls you, rise again. Look out, Forgeborn. Your opponent has increased rank and summoned an additional zombie to the battlefield. Na, prima. Und? Destroy a friendly creature, destroy a level 2 or lower enemy creature. You may give an enemy creature minus 1 attack and minus 1 Gesundheit. Regeneration 2. Put the spirit into the space. Das nützt mir da an der Stelle auch wieder nichts. Und wenn der nur 5 Gesundheit hat. Also gut, dann. Moment.
Ach, das treue Fremdekrätsche, nee, das nützt mir auch wieder nichts. Also den Zombie. Give the enemy creature minus 5 und minus 1. Gut, so. Dann ist der auf jeden Fall verloren, sobald er mich angreift. Und dann noch den Zombie dem gegenüber. Das sollte er eigentlich in 2 Runden geschafft haben. So, wie sieht's aus? Die Zeit ist um. Okay, der Zombie kriegt den dann weg. Und da sind schon wieder neue Kreaturen aufgetaucht. Putze 3-3 Zombie in the Space. 4 Regeneration, das ist natürlich blöd, weil dann kriegt er den nicht weg. Aber den kriegt er dann weg. Putze another Creature hat 2 Regeneration. Ja, das nutze ich mir für den da drüben nicht, aber das ist ein 2er-Zombie, regeneriert 4 und hat dann 8 Angriff. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und schon ziemlich heftig, die Kreaturen dann. So. Unlimited, was heißt das? Consistent. Das heißt, der kommt immer wieder, oder was? So, mit dem nächsten Angriff ist der auf jeden Fall weg, auch wenn die dann auch verloren geht. Das soll Creature with 8 or less Attack. 9 Gesundheit. Schauen wir mal. Und kommt die wieder? Anscheinend zumindest dadurch nicht. So, a creature with 4 or less attack. Wenn Blightwalker deals battle damage to a level 1 creature, destroy that creature. Wenn Blightwalker deals battle damage to a level 1 creature, destroy that creature. Okay. Achso, verdammt. Der ist jetzt natürlich noch nicht dran. Aber mit 2 Angriff kann er den anderen nicht zerstören. Oh, Level 3. Okay, aber auf jeden Fall hat er sich schon klein bekommen, auch allein Defense. Gut, das heißt, dem muss ich auf jeden Fall eine 2er gegenüberstellen, sonst wird es nix. Ja, wenn ich den jetzt eins zur Seite nehmen könnte, hat er den gleichen Grave Guest, ja, den gleichen Zombie. Hat er mir jetzt gegenübergestellt. So eine Sauerei. Put a 5 in Spirit into the space. Gut, dann könnte er zumindest, könnte der andere zerstört werden. Put a 3-3 Zombie in the space nützt mir jetzt noch nichts, weil dann würde der ja noch überleben. Weil Zombie Titan ist in a side space, it gets plus. Zwei Attack plus 2 enters. You may give an enemy creature von minus 1 und minus 1. Ha! Cool! Ja, dann. Jetzt hat er keine Angriffsstärke mehr. Deals Battle Damage to a Level 1 Creature und wenn er keine Battle Damage machen kann, was passiert dann? Weil Zombie Titan ist in a Side Space, it gets plus 2 Attack. Okay, in a Side Space ist hier. Ja. Ha, jetzt haben mich die beiden Zombies gegenseitig ausgelöscht. So ein Pech. Forge, Destroy Friendly Creature. Okay, 78. Each enemy creature gets minus 2 Attack und minus 2 Gesundheit. Weil Zombie Titan ist in a side space, gets plus 2, plus 2. Each enemy creature gets minus 2 Attack, each friendly creature gets plus 2 Attack.
Nee, zerstören will ich eigentlich keine. Wenn ich die beiden ausspiele. Nee, ich brauche noch einen, der mich dort vorne schützt. Und generell bei mir die Attacke hoch und bei den anderen runter. Ui. So, das heißt, die Einheit wird jetzt zerstört. Und er hat dann noch 4 Lebenspunkte drauf. Ja, und 4 werden wieder hergestellt. Oh. Was für ein Wechsel. Oh, mein neuer Zombie. Jetzt Damage Battle, Level 2 oder Lower Crit, Destroy this Creature. Okay, dann muss ich den eigentlich dem gegenüberstellen. Was haben wir denn hier? Each enemy gets minus 3 und plus 3. Und noch ein Skeleton. Das hat dann zwar 11 Angriff, überlebt das andere aber nicht. Und du gibst the opposing creature minus 3 Attack und minus 3 Gesundheit. Das klingt doch schon besser. Dann stelle ich dich dir gegenüber. Choose a card to play or tap. The battle button. Ich denke, du kriegst der... Hä? Und hier scheint es nicht geklappt zu haben. Ist aber blöd. Na schön. Und der hat mir jetzt den gleichen Zombie wieder gegenübergestellt. Na prima. Wir geben den Enemy Creature minus 2 Attack und minus 2 Gesundheit. 5 Zombie. 10 Spirit. Okay, dann erstmal dich noch dazu und den hier ein bisschen abschwächen. Und dann den Fallwalker direkt. Sehr schön. Dann hat mein Zombie noch Überlebenschancen. Nicht viele. Aber immerhin. 21 Punkte. Das treue Friendly Creature. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn der zerstört wird. Genau, dass dann der Zombie dahin kommt. So ist es doch praktisch. When you play a level 1 Necrom card, you may give an enemy creature minus 3 Attack und minus 3 Gesundheit. Und greift doch erstmal an. Und wenn jetzt sowieso nichts übrig bleibt, dann ist auch egal. Noch 2 Gesundheit, das überstehst du nicht. You win. Gut. So. Und wieder ein Paket. Wieder ein Rare und ein Heroic. Gut. Okay, es gibt noch eine weitere Gruppe, beziehungsweise das ist jetzt Utera Mastery, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alle einmal durchhaben. Genau, das heißt so die Playing Grounds. Das passt doch ganz gut dann jetzt so für den Abschluss. Das heißt, ich habe mal die Grundsets, die jetzt hier auch in den Collection Alloy Initiate Necrom Tempest Utera
sind sozusagen die Startelemente, also die vier verschiedenen Gruppen dann, die vier verschiedenen Gruppentypen, die in dem Spiel anscheinend verwendet werden können. Genau, also hier sehe ich nochmal, inwieweit diese vier verschiedenen Gruppen, dann noch Creature oder Spellcards natürlich, und das hier sind wahrscheinlich noch Untergruppen, die aus verschiedenen Themengebieten kommen, die aber dann für alle Spielbereiche was mitgebracht haben. So, das ist schon eine Rare. Okay, also die Farbstriche hier unten scheinen mir dann genau die Common, Heroic, Common, Rare, Heroic, und dann gab es ja noch weitere Steigerungsformen, die ich jetzt hier wahrscheinlich nicht drin habe. Ja, wahrscheinlich ist das Aufleveln tatsächlich einfach innerhalb des Spiels, das heißt, ein Teil der Karten wird dann auf die nächste Stufe gesetzt. Okay, das heißt, ich kann mir hier selber noch Karten herstellen, um die dann dort zu verwenden. Und dafür kann ich dann auch das Silber ausgeben. Okay, die kann ich nicht forgen. Ja, die kosten dann schon 2500. Die nächste Klasse. Naja, okay, auf jeden Fall sehe ich hier dann, inwieweit die Karten welchen Seltenheitswert die haben. Da ist jetzt schon eine Heroic dabei. Soweit ein erster Einstieg in Soulforge. Jetzt zumindest zum Abschluss alle vier Typen einmal kennengelernt. Und wenn ihr selber Lust habt, könnt ihr ja gerne mal in das Spiel einsteigen und anschauen, welche strategische Tiefe es entwickelt. Gerade dadurch, dass sich die verschiedenen Truppentypen ja innerhalb eines Spiels dann von Stufe 1 bis Stufe 3 hochleveln bzw. hochleveln lassen. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang oder wodurch es eigentlich bestimmt wird, dass welche Kreaturen dann Level 1, Level 2 oder Level 3 angeboten werden, sobald es möglich ist. Weil ich habe jetzt in den Collections jetzt noch nicht gesehen, wie ich das einstellen könnte, dass eine Karte sozusagen als mit einer bestimmten Stufe reinkommt. Das heißt, es wird irgendwie automatisch hochgesetzt. Aber naja, das werden wahrscheinlich einfach noch ein bisschen länger dann zu spielen, um herauszufinden, wie da die genaue Mechanik ist oder ob es tatsächlich einfach vom Zufall abhängt, mit welcher Wahrscheinlichkeit dann die 1-, 2er- oder 3er-Karten dann reinkommen, und wahrscheinlich je höher die Level sind, desto höher werden dann einfach auch Dreierkarten gespielt werden, beziehungsweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Soweit für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!